In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man die Länge eines Vektors mit Hilfe des sogenannten Betrags eines Vektors messen kann. Und vor allem möchte ich dir auch zeigen, warum die Formel für den Betrag genauso aussieht, wie sie aussieht. Wir schauen uns das Ganze in 2D und in 3D an. 2D heißt, wir haben Vektoren mit zwei Koordinaten, x1 und x2. Und 3D heißt einfach, wir haben drei Koordinaten, x1, x2 und x3. Und die Formel für den Betrag ist jetzt in beiden Fällen relativ einfach. In zwei Dimensionen ziehen wir einfach die Wurzel aus x1² plus x2². Und die Formel in 3D ist auch nicht viel schwerer. Da ziehen wir einfach die Wurzel aus x1² plus x2² plus x3². Warum diese Formel genauso aussieht, dazu später mehr. Das, was hier steht, diese Striche um den Vektor, das nennt man den sogenannten Betrag. Und der Betrag eines Vektors ist am Ende einfach eine Zahl, der die Länge dieses Vektors angibt. Schauen wir uns das an einem Beispiel kurz an. In 2D, wenn wir da zum Beispiel den Vektor 3 minus 4 hätten, dann würden wir rechnen, der Betrag von V ist Wurzel aus 3² plus minus 4 in Klammern zum Quadrat und das dann ausrechnen, wären Wurzel aus 25. Hierbei beachten, wenn das minus 4 in Klammern steht und ich es quadriere, wird es zu plus 16. Also 16 plus 9 gibt die 25, Wurzel aus 25 wäre 5. Das bedeutet, dieser Vektor hätte die Länge 5. Ganz einfach auszurechnen. Wie gesagt, in 3D ist das Ganze nicht viel schwerer. Wenn wir da zum Beispiel den Vektor 1, minus 2 und 2 haben, dann müssen wir einfach nur die Wurzel ziehen aus 1² plus minus 2² plus 2². Das ist der Betrag von diesem Vektor, kann man sehr einfach ausrechnen. 1² ist 1 und 2² ist 4, genauso minus 2². Also haben wir hier am Ende Wurzel aus 9 und schon haben wir die Länge von diesem Vektor ausgerechnet, die ist 3. Also ganz simple Formel, um die Länge von so einem Vektor auszurechnen. Preisfrage ist jetzt natürlich, wie kommt man denn auf diese Formel? Schauen wir uns das zuerst mal in 2D an. Hier siehst du einen Vektor und wir wollen jetzt die Länge von diesem Vektor V wissen. Dazu zeichnen wir uns zwei Hilfslinien ein, die, wie du siehst, ein rechtwinkliges Dreieck bilden. Die untere Seite von diesem rechtwinkligen Dreieck ist genau die Koordinate x1 von dem Vektor V. Ja, wie viel gehe ich in x1-Richtung oder x-Richtung jetzt in dem Fall? Und die andere Koordinate, x2, die sieht man eben an der anderen Seite von diesem rechtwinkligen Dreieck. Und bei rechtwinkligen Dreiecken fällt uns welcher Satz sofort ein? Naja, direkt der Pythagoras. Falls du bei dem noch Wiederholungsbedarf hast, findest du oben ein Video verlinkt. Was sagt der Pythagoras jetzt für dieses Dreieck? Naja, das Quadrat der Hypotenuse, das ist genau die Länge von dem Vektor, also der Betrag von V, ist gegeben durch das Quadrat der Katheten aufsummiert. Also x1² ist die eine Kathete ins Quadrat genommen, plus x2², das ist die zweite Kathete ins Quadrat genommen. So, das ist ja jetzt schon fast die Länge von V. Ja, da steht nur halt noch ein Quadrat an dem Betrag dran. Das heißt, um dieses Quadrat wegzubekommen, dürfen wir in diesem Fall die Wurzel ziehen, weil die Länge des Vektors ja eine positive Zahl ist. Das heißt, wenn wir die Wurzel ziehen, kriegen wir auch tatsächlich die richtige Zahl wieder. Das heißt, wenn wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, sehen wir, Länge von V ist einfach Wurzel aus x1² plus x2². So einfach kann man das in zwei Dimensionen sehen. In drei Dimensionen ist es nicht mehr ganz so einfach, aber auch da kann man mit dem Pythagoras weiterkommen. Schauen wir uns das mal an. Hier siehst du einen Vektor und ich habe hier Hilfslinien eingezeichnet, die den 3D-Eindruck verstärken sollen. Und auch hier tragen wir jetzt mal ein, wo die Koordinaten von diesem Vektor V da abgelesen werden können. Ganz links wäre die x1-Koordinate, das ist ja genau quasi die Richtung, die aus der Papierebene heraus zeigt. Dann haben wir hier unten die x2-Koordinate und der Strich, der dann nach oben führt, das wäre die x3-Koordinate von dem Vektor V. Und am Ende wollen wir jetzt eben die Länge von diesem blauen Pfeilchen hier ausrechnen können. Dafür brauchen wir eine kleine Hilfslinie. Und zwar ziehen wir unten da einmal die Diagonale in dieses Rechteck da unten rein. Das sieht jetzt nicht wie ein Rechteck in der Papierebene aus. Man muss aber sich hier das 3D vorstellen. Diese Diagonale nennen wir mal D und wir merken uns, da ist tatsächlich ein rechter Winkel. Weil wir eben jetzt in 3D hier denken und nicht in 2D. Da wäre es ja nur ein Parallelogramm und kein rechter Winkel. Aber
Wir müssen uns das so quasi auf dem Boden vorstellen und dann wäre das genau da ein rechter Winkel. Und jetzt können wir auch hier den Pythagoras verwenden und zwar in dem unteren Dreieck, das aus der Seite x1, x2 und d besteht. Da würde uns der Pythagoras sagen, d Quadrat ist nichts anderes als x1 Quadrat plus x2 Quadrat, weil d ja die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck ist. Dieses Wissen, also diese Gleichung, können wir jetzt gleich verwenden, weil wir haben auch ein weiteres rechtwinkliges Dreieck hier, nämlich wenn wir die Seite d, x3 und eben den Vektor v anschauen. Die bilden zusammen auch ein rechtwinkliges Dreieck im Raum. Heißt, auch hier können wir den Pythagoras anwenden und der sagt in dem Fall, weil hier die Länge von v, also der Betrag von v, die Hypotenuse ist, sagt der Betrag von v Quadrat ist nichts anderes als d Quadrat plus x3 Quadrat. Für d Quadrat haben wir aber oben schon eine Gleichung mit Hilfe der Koordinaten x1 und x2. Die können wir jetzt einsetzen und dann steht da, wir ersetzen d Quadrat durch x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Also ist der Betrag von v zum Quadrat einfach x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. So, jetzt werden wir noch das Quadrat an dem Betrag los, indem wir wieder die Wurzel ziehen und dabei eben verwenden, dass der Betrag eine positive reelle Zahl sein muss. Also ist der Betrag von v die Länge eben die Wurzel aus dem x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. So einfach kann man da drauf kommen. Wenn du jetzt noch mehr zu Vektoren lernen möchtest, dann empfehle ich dir meine Playlist Vektoren und Geraden im Raum, die direkt hier verlinkt ist.